Guten Morgen, ihr kleinen Schlawiner. Guten Morgen. Morgen. Wir sind schon wieder unterwegs, wir haben gerade... Guten Morgen um 1 Uhr. Das, ja, ja, ich habe noch das im Vlog geschnitten und so weiter. War auf der Toilette und wir haben mal ein bisschen ausgeschlafen heute. Ja, wie geht's deinem Bein heute? Ja, besser auf jeden Fall. Ja. Und jetzt treffen wir uns erstmal mit den anderen und schauen wir weiter. Oder das ist zu klein machen, das Ding. So, wir haben uns jetzt alle getroffen und jetzt gibt's Okonomiyaki, ne? Das hat er sich so sehr gewünscht. Zum Geburtstag noch nach, weil wir gestern einfach alles so fertig waren. Wir scheinen es einfach in das gestrige Video einzusetzen. Genau. Genau. Also dann, wir sehen gleich nochmal das Essen. Dasselbe. Und was gibt's jetzt? Okonomiyaki! Ran was essen! Das ist wie im vietnamesischen Flohmarkt. Okay. Und Hauptstraße ist ganz in Ordnung. Jetzt geht's los. Akihabara! Schön Shopping. Bestimmt kommen so in die Kommentare so, er spricht das falsch aus. Ja, deswegen habe ich immer nur gesagt, wir gehen jetzt ins Anime-Viertel. Aber ich rolle das eher so gerne. Das Tinos. Das Cloud. Warte, der Schuss ist dabei. Tinos hat einen Anhänger. Oh, den hatte ich auch mal. Ich wollte mir das Zeichen auf dem Brust tätowieren. Meine Freundin meinte damals, sieht aus wie ein Tribal. Ist das klasse. Der Samurai putzt seine neuen Sneakers. Krass. Was ist hier passiert? Danach wird die Kerze. Müssten wir eigentlich auch mal probieren, ne? Ja. Alter, die hat eine Eule auf der Hand. Eule. Hinter dir. Das soll für aussehen. Tschüss! Echt ein Eule-Kaffee, schau. Okay, krass. Takoyaki, Takoyaki. Takoyaki. Ich hol mir auch einen. Selbst allein die Verpackung ist schon geil, ne? Komm, schnapp dir mal einen für die Kamera. Sure. Schau, der Kuss hier ist sogar in Ordnung. Oh, heiß. Aber 110. Mm. Ja, gut. War die gleiche Soße wie beim Okonomiyaki. Oh, geil. Ich glaube, das ist ein Casino oder so. Also die Anzahl an Europäern ist massiv hochgegangen hier. Und an tankigen Leuten. Und an was? Punkigen und an punkigen, hippigen Leuten, also, ja. Einfach mal gestylt für dieses Mango. Ja, wirklich so. Ja, Hammer. Und es auch ist schön laut, es wird richtig laut hier. Und, boah, Hammer, ey. Ja, es ist richtig laut, so gefällt es mir hier. Da braucht man nicht mehr so leise sein wie wir, ne? Weil wir sind immer so negativ aufgefallen, weil wir immer so laut sind. Und weil wir so laut lachen. Weil wir einfach typisch deutsch sind. Ja, ich übertöne dich und du übertönst mich. Und ja, so ist das. Aber oh geil. Und überall in jeden Laden versucht sich jemand reinzubringen. Siehe die gute Eulendame von gerade eben. Richtig cool. Oh mein Gott, ja, wie cool. Hier, nach links oder was? Ja. Mega, wir sind gerade im Sega-Gebäude. Überall. Oh, ich höre schon die Eiskönigin, glaube ich. Automaten, das hört einfach nicht auf. Egal, wo du hinschaust, egal welches Stockwerk. Überall Automaten. Das ist so krass.
So, wir haben uns jetzt mal gerade alle getrennt und jetzt ist jeder für sich selber mal kurz ein paar Minuten unterwegs. Und wow, kann man gar nicht so ganz auffassen, das Ganze. Ich war gerade schon in den Laden, Stockwerke über Stockwerke. Und puh, geiler Scheiß, geiler Scheiß. So wie man sich's vorstellt, einfach wirklich. Mich wundert es euch, wenn ich es gekauft habe. Ich wundere es echt, dass ich noch nichts gekauft habe. Naja. Naja, Hauptsache KFC gibt's hier, ne? Oh. Das erste Mal, dass man sagen kann, ist genauso, wie man es sich vorgestellt hat. Und wie ein Maid-Café nach der anderen. Hier ist eine Spielhalle, oder? Im Baseballstadion, wir sind jetzt gerade aus der Stadt zurückgefahren und konnten direkt an der U-Bahn-Station in ein Einkaufszentrum aussteigen. Das war auch ganz geil. Und jetzt sind wir beim Baseball und lassen uns feiern, ne? Was? Ja, was? Ja, wow, Giants, boah. Ist doch die Mannschaft, die wir anfeuern, oder? Ich glaube schon. Okay, warte mal. 52, wuh! Hahaha! Da brauchen wir sie auch wieder auf 4. Oh, war echt wow. Immer nur rechts, ich höre immer nur rechts. So, dann schwenken wir mal um, oder? Los geht's. Oh. Geil. Und runter, Leute. Runter. 3,8. 3,8 oder was? 3,8, ja. Was macht der nicht? Boah, das ist auch tief, was die da hat. Ja, okay, die haben auch geile Stühle. Stimmt, die haben auch Stühle. Aus dem Baseballspiel raus. Ich habe natürlich was zu essen bekommen. Der stramme Junge, der hat viel zu wenig Kalorien momentan. Kohlenhydrate. Ja, wir haben jetzt Buffet. Schön. Und ja, das muss noch schmecken, würde ich sagen. Ne? Und so lassen wir auch den Tag ausklingen. Mal gucken, was wir morgen machen. Das besprechen wir jetzt. Ich habe gesehen, die Achterbahn fährt wieder.